Erleben wir da einen sozialen Umstrukturierungsprozess in unseren Stadtteilen? Nein. Wir brauchen natürlich eine gesunde Mischung auch in innerstädtischen Bereichen von Gewerbe und von Wohnen. Die Stadt muss lebendig sein, sie muss lebendig bleiben und deswegen brauchen wir diesen Mix. Klar ist aber auch, wenn wir gerade jetzt im Aufschwung, wo wir hoffentlich noch viel mehr Mittelständler dazu bekommen, hier Arbeitsplätze zu schaffen und Existenzgründer finden, die hier sich neu niederlassen wollen, brauchen wir in der Tat ein aktives Flächenmanagement und da stößt natürlich der Flächenvorrat in innerstädtischen Bereichen irgendwann an seine Grenzen. Und damit es nicht zu Engpässen kommt, braucht man ein klar strukturiertes Entwicklungskonzept für entsprechende Flächen, die für Gewerbe, für Handwerk, für Mittelstand zur Verfügung stehen. Und vor allem braucht man immer dann, wenn Flächen auch mal umgewandelt werden, weil ja Wohnungsbau auch ein großes Thema in dieser Stadt ist, einen sehr schnellen, einen sehr klugen und vor allem einen ausreichenden Ausgleich. Das ist, glaube ich, die Antwort, die Politik als Rahmenbedingung geben muss, damit diejenigen, nämlich das Handwerk, nämlich der Mittelstand, die hier in dieser Stadt für den Wohlstand sorgen, weil sie Arbeitsplätze schaffen und Beschäftigungsmotor sind, damit genau diejenigen auch die Rahmenbedingungen vorfinden, Flächen vorfinden, mit denen sie vernünftig arbeiten können. Ja, also wie stelle ich mir das praktisch vor, dieser Puffer, der dort erwähnt wird? Straße, dann eine Schallschutzmauer aus Gewerbebetrieben und dann Wohnen. Wie stelle ich mir das praktisch vor? Wie soll das funktionieren? Das kann in einem großräumigen Flächenmanagement ja durchaus eine Lösung sein. Aber das heißt ja auf der anderen Seite nicht, dass man in innerstädtischen Bereichen, wo ja sowas gar nicht mehr planbar ist, denn da ist es ja bebaut, dass man da natürlich auch ein vernünftiges, gesundes Miteinander von Gewerbe und Wohnen organisieren muss. Und das, was Sie ansprechen, ist natürlich eine Lösung, die man in den äußeren Bereichen durchführen kann, um Konflikte auch zu vermeiden, um möglicherweise auch das Gewerbe zu schützen vor entsprechenden Anwohnerbeschwerden und Klagen. Aber eben auf der anderen Seite darf eines nicht vernachlässigt werden, nämlich die lebendige Erhaltung unserer Innenstadt. Und dazu gehört ein vernünftiger Mix von Gewerbe und von Wohnen. Herr Scholz, Sie sprechen von der Nachbarschaft von Gewerbegebieten und anderen Nutzungen, die neu organisiert werden müssen. Das meint auch das CDU-Programm neu organisieren. Es ist dabei nur der Konkrete mit seinem Puffer in der Antwort. Also meine Frage, wie verstehen wir das, wenn Sie das in Ihrem Wahlprogramm niederschreiben? So wie Sie es nicht verstehen wollten, sondern was Sie vorgeschlagen haben. Neu organisiert heißt, wir müssen dafür sorgen, dass es trotz der Entwicklung in der Stadt möglich ist, dass auch in innerstädtischen Lagen, in guten Quartieren weiter gewerbliche Nutzung stattfinden können. Und dafür müssen wir was tun, weil das von selber nicht entsteht. Das ist eigentlich das Entscheidende. Hamburg hat an ganz vielen Stellen ein Hochpreisproblem. Weil die Stadt relativ attraktiv ist, gibt es für viele Flächen Nutzungskonkurrenzen. Und zwar jetzt gar nicht, weil alle sich behindern, sondern weil diejenigen, denen die Flächen gehören, ein großes Interesse haben, dasjenige dort zu verwirklichen, was am meisten bringt. Das ist oft nicht gewerbliche Nutzung, zum Beispiel Nutzung für das Handwerk. Und darum müssen wir über die verschiedenen Möglichkeiten, die wir haben, dafür sorgen, dass das auch weiter stattfinden kann, und zwar dort, wo viele Bürgerinnen und Bürger wohnen. Handwerk ist eine bürgernahe Veranstaltung zum Beispiel. Aus meiner Sicht heißt das erstens, dass man Flächen, die sich für Gewerbe eignen, nicht unwidmet, wenn sie in einer solchen Lage sind. Und das bedeutet übrigens manchmal auch, dass man gegenüber dem Immobilieneigentümer eine große Härte an den Tag legen muss. Denn der beschließt zwar hier in der Handwerksversammlung oder in der Handelskammerversammlung gerne mit, dass wir nicht genug Gewerbeflächen haben und dass die Stadt selbstverständlich dafür sorgen soll, dass es mehr gibt. Aber wegen seiner eigenen fragt er schon mal bei einem Politiker an, ob nicht dort der Wohnungsbau genehmigt werden könnte, denn dann würde das einen Planungswertgewinn ungeheuren Ausmaß mit sich bringen. Und da muss die Stadt, wenn es eine geeignete Gewerbefläche ist, die auch so genutzt werden kann, sagen, nein, du kannst 10 Jahre warten, du kannst 15 Jahre warten, wir werden das weiter für Handwerk und für Gewerbe ausweisen. Und dann müssen wir das Hochpreisproblem auch dadurch lösen, dass wir, wie das in anderen Städten sehr erfolgreich gelingt, in Hamburg ab und zu auch mal gelungen ist, aber wo man mehr machen muss, durch gut kalkulierte und zu Ende gedachte, zum Beispiel Gewerbehöfe und ähnliche Einrichtungen, dafür sorgen, dass auch in innerstädtischen Lagen, dass auch in guten Lagen das Gewerbe, das Handwerk einen Platz hat. Da muss man allerdings dann
so weit zu Ende denken, dass die Mieten, die Pachten, die dort erhoben werden, nur so hoch sind, dass das auch für diejenigen, die dort als Handwerker sich niederlassen wollen, noch geht. Und der Kern der Erkenntnis ist, wenn wir wollen, dass Hamburg gut funktioniert, müssen wir überall, ob es nur bei den Wohnungen so ist oder ob es bei dem Gewerbe so ist, dafür sorgen, dass, obwohl es andere gibt, die gerne Geld verdienen wollen, indem sie dort ganz andere Nutzung realisieren, wir darauf bestehen, dass das hier für Gewerbe oder zum Beispiel an einer anderen Stelle für bezahlbaren Wohnraum genutzt wird, auch in guten Lagen. Ja, das ist ja auch genau die Problematik, die Sie angesprochen haben, dass nicht nur für die Bürger bezahlbarer Wohnraum immer schwerer zu finden ist, sondern auch fürs Handwerk immer schwere bezahlbare Gewerbeflächen zu finden sind. Der Einzelhandel, den wir kennen, der kann mit seinen Filialketten jede Miete zahlen. Das Handwerk ist darauf angewiesen, dass wir wirklich hier eine entsprechende Politik von Seiten der Politik auch erleben. Wäre so eine Variante für Sie auch sinnvoll? So eine Variante zu sagen, dass wir jetzt zum Beispiel die Gewerbehöfe in Hamburg mehr aktivieren, dass wir sie nach vorne bringen, dass wir sagen, okay, Gewerbehöfe zu bezahlbaren Wohnraum, das ist etwas, was wir auch mitverfolgen könnten und auch haben wollen. Natürlich sind Gewerbehöfe eine sinnvolle Sache. Nur, ich fürchte, ganz so leicht, wie es dargestellt worden ist, ist es nicht. Denn wir haben hier einen klassischen Zielkonflikt. Wir brauchen auf der einen Seite, und das bestreitet ja auch niemand, mehr bezahlbaren Wohnraum. Und auf der anderen Seite darf diese Flächenorganisation, die man braucht, um bezahlbaren Wohnraum zu schaffen, nicht zulasten der benötigten Flächen für Gewerbe und Handwerk gehen. Und da ist es nicht so einfach, dass man einfach sagen kann, da muss dann der Bürgermeister oder die zuständige Behörde hingehen und dem sagen, du darfst das nicht. Sondern da braucht man schon ein vernünftiges Konzept mit Angeboten. Das heißt auch, dass es mag, und die gibt es, durchaus Flächen, wir haben selbst immer wieder darüber diskutiert, Herr Katzer, es gibt Flächen, die auch für Gewerbeansiedlungen offensichtlich nicht so interessant sind, wie man mal gedacht hat. Und dann muss man auch mal sagen, okay, die wandeln wir um. Aber das geht natürlich nur, wenn ich in gleicher Güte, in gleicher Qualität dann auch Ersatzflächen für Gewerbeansiedlungen schaffe. Und Gewerbehöfe sind eine gute Sache, aber auch die brauchen Flächen und auch darum muss sich eine Stadt kümmern, dass die natürlich auch bezahlbar vorhanden sind. Und dazu bedarf es ein intensives Flächenmanagement und vor allem eine innerbehördliche Koordination von Flächenmanagement, dass die Zielkonflikte, die immer auftreten, Wohnen gegen Arbeiten, dass die sauber politisch gelöst werden und nicht in einer Bürokratie, in einem Bürokratiedschungel versacken. Ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum in der Vergangenheit nicht die Zahl von Wohnungen gebaut worden ist, die wir uns erhofft haben, neben vielen anderen Gründen, Kreditklemme, Investoren etc. Aber auch das ist ein Grund. Das heißt, die behördliche Organisation muss darauf ausgerichtet werden, dass es ohne Bürokratie möglich ist, Rahmenbedingungen zu schaffen, die für das Gewerbe sinnvoll sind. Ist aber laut Gutachten bis 2025 schon ein großes Problem auf uns zukommen, dass wir eindeutig nicht mehr genügend Gewerbeflächen innerstädtisch haben. Und das ist natürlich für eine Stadt wie Hamburg nicht schön. Wir werden also zwangsläufig irgendwo ein Stück in die Höhe müssen. Wenn dann tatsächlich Gewerbeflächen frei werden, umgewidmet werden, dann sind andere Städte auf die pfiffige Idee gekommen und haben gesagt, okay, den Spekulationsgewinn, den kassieren wir mal ein und den stecken wir dann wieder in diese Gewerbehöfe, wovon Handwerk dann auch entsprechenden Nutzen hat. Wäre sowas mit Ihnen machbar? Ich halte das für eine denkbare Variante. Ich habe mich dafür auch schon länger interessiert. Man muss nur sehen, dass wir die rechtlichen Rahmenbedingungen dabei einhalten können. Die lassen das nicht, also die Möglichkeiten sind nicht so groß wie in anderen Staaten außerhalb Deutschlands, weil wir rechtlich gebunden sind. Aber eigentlich ist es für sinnvoll, Planungswertgewinne abzuschöpfen und dann die Nachbarschaft vernünftig zu entwickeln. Aber dieser Zusammenhang muss immer rechtlich gegeben sein, sonst geht das nicht. Ich glaube aber, dass es auf alle Fälle richtig ist, dafür zu sorgen, dass wir auch in innerstädtischen Lagen noch Gewerbe haben können. Ich habe mir das angeguckt. Es gibt in München zum Beispiel Gewerbehöfe und die haben das Hochpreisproblem ja noch mehr, weil die Stadt viel enger ist, weil es noch viel konzentrierter ist
und haben trotzdem einen Weg gefunden, wie in guten Lagen es möglich ist, Handwerk zum Beispiel zu entwickeln, weil die Stadt natürlich sagt, das machen wir hier, gibt es auch mehrgeschossige Gewerbehöfe, da können die Handwerker rein, das bleibt zu bezahlbaren Preisen erreichbar und dann ist das möglich in der Stadt. Ich glaube, darum geht es. Wir sollten nicht wollen, dass das alles außerhalb der Tore Hamburgs stattfindet. Unbedingt, unbedingt. Das stößt ja mit Sicherheit auf fruchtbaren Boden. Nun ist das natürlich so, wenn die Finanzbehörde ein städtisches Grundstück verkauft, dann geht es manchmal ja auch heiß her. Und dann versucht man natürlich, die Maximalrendite beim Verkauf auch zu erreichen. Das ist fürs Handwerk zu viel. Wir haben das mehrfach erlebt. Wir haben auch gemeinsam Lösungen für einzelne Betriebe gefunden. Das muss man an der Stelle auch sagen. Aber insgesamt ist es ja ein Problem. Und die saloppe Antwort auf einen Handwerksbetrieb, wenn er eben zweistöckig dort bauen muss, dann soll er das eben machen, will er aber nicht, weil er eben ebenerdig braucht. Wäre das trotzdem für Sie ein denkbarer Weg, dass wir sagen, okay, wenn wir dann schon maximal abfordern, dass wir das umwidmen in Gewerbehöfe? Ich frage nochmal nach. Ja, warum nicht? Nur es ist natürlich auch eine Aufgabe in Zeiten schwieriger Haushaltslagen, Schuldenbremse, die bevorsteht, auch natürlich Gewinne, die man machen kann, nicht einfach aufzugeben. Ich glaube, das muss man in jedem Einzelfall sich genau anschauen. Es gibt sicherlich Fälle, wo man sagt, hier hat die Stadt, hat auch das betreffende Gewerbe, das Handwerk, ein so großes Interesse, justament an dieser Fläche etwas zu entwickeln, dann muss auch die Stadt mal sagen können, okay, dann erzielen wir vielleicht nicht den maximal erziehbaren Marktpreis, haben aber dafür quasi ein Stück weit durch den weniger Erlös eine Investition getätigt für eine vernünftige Stadtentwicklung pro Handwerk und pro Gewerbe. Das kann ja sinnvoll sein, nur ich glaube, das kann man nicht verallgemeinern, sondern das muss man in jedem Einzelfall wieder genau abwägen. Na, ich glaube jedenfalls, wenn ich das sagen darf, dass die Hochpreispolitik der Stadt sowohl bei der Vergabe städtischer Grundstücke für den Wohnungsbau als auch bei der Vergabe städtischer Flächen für die Gewerbeflächennutzung ein Problem ist. Ein Problem, das seit Jahren existiert und das man mit einer politischen Willensentscheidung durchbrechen muss. Und zwar nicht im Einzelfall nur, sondern grundsätzlich. Wir müssen eine Zielsetzung verfolgen. Zum Beispiel für den Wohnungsbau. So viele Leute mit sehr hohen Einkommen, die in ganz teure Wohnungen ziehen können, gibt es gar nicht. Es stehen ohne Ende Investoren bereit, die jetzt bereit sind, in bezahlbaren Wohnraum zu investieren, weil sie wissen, da gibt es viele, da kann man Geld mit verdienen. Aber natürlich setzt das voraus, dass die Preise für die Grundstücke so sind, dass das Konzept noch aufgeht. Das ist nicht so. Das Gleiche gilt für die Gewerbeflächenentwicklung. Und deshalb müssen wir uns einfach einmal hinsetzen und über das Problem der Stadt nachdenken, das darin besteht, dass sie so attraktiv ist, dass man für die verschiedenen Immobilienflächen höhere Preise verlangen kann als andernorts. Dass das aber dazu führt, dass entweder das Gewerbe oder der Wohnungsbau an dieser Stelle nicht vernünftig stattfinden kann. Und wenn wir nicht im Wettbewerb mit anderen Städten, wo alles billiger ist, zum Beispiel einer Stadt, die man mit dem ICE schnell erreichen kann und die auch noch eine Hauptstadtfunktion erfüllt, zurückfallen wollen, dann müssen wir durch politische Willensentscheidung dafür sorgen, dass sich normales Gewerbe, dass sich kreative Wirtschaftsbereiche, dass sich zum Beispiel der Wohnungsbau hier trotzdem zu bezahlbaren Maßstäben entwickeln kann. Klingt gut, heißt aber auch, dass man natürlich auf Gewinne und damit in der Haushaltslage darauf einstellen muss, dass man da ein Loch in die Kasse reißt, was man anderswo schließen muss. Jetzt stimmt, aber manchmal, darf ich das dann doch mal sagen, ist diese Prinzipienreiterei so, dass, weil dann die Liegenschaft die Grundstücke nicht zu Preisen abgeben will, die bezahlbar sind und wo das dann funktioniert, sie es gar nicht los wird und wartet, dass in 5 oder 6 Jahren mal einer kommt. Das Geld fließt also gar nicht in die Kasse. Und besser ist, die Wirtschaft brummt, das Handwerk läuft und alle sind glücklich. Da wird keiner widersprechen. Klingt natürlich gut, aber wir dürfen natürlich auch eins nicht vergessen, ganz sicher ist die Haushaltslage ein großes Thema, ein wichtiges Thema. Das Handwerk fordert ganz vorneweg solide Finanzen. Da stehen wir letztendlich auch zu. Wir wurden ja auch reichlich beschnitten und haben an mancher Stelle uns nicht beschwert. Das möchte ich dann auch einfach mal sagen. Wir haben es hingenommen nach intensiver Diskussion bei uns. Wir stehen dazu, dass natürlich der Haushalt konsolidiert werden muss. Aber am Ende stellt sich tatsächlich die Frage, was ist die preiswertere Lösung? Der Betrieb, der in Hamburg bleibt, hier Arbeitsplätze schafft, hier für Umsatz sorgt, oder der Betrieb, der nach außen geht und für immer vielleicht verloren ist?